Ja, tatsächlich ist es so, dass wir einen großen Kundenstamm betreuen. Die meisten Unternehmen kommen tatsächlich aus dem mittelständischen Bereich und bewegen sich irgendwo im produzierenden Gewerbe. Wir haben aber auch viele Kunden aus dem Gesundheitswesen. Allen Unternehmen ist aber in der Regel gemein, dass sie einen großen Energiebedarf haben und erkannt haben, dass einfach die Dekarbonisierung auch heute schon wichtig ist. Wichtig dabei zu wissen ist, dass wir eigentlich keine gesetzliche Pflicht haben, in den Bereich Klimaschutz einzusteigen. Das Einzige, was dem nahe kommt, ist die CSR-Umsetzungsrichtlinie. Die gilt aktuell aber nur für sehr große Unternehmen. Für kleine wird sie später erst kommen. Die besagt aber auch nur, dass wir über Umweltthemen berichten müssen und sagt nicht, dass wir eben auch Klimaschutz betreiben müssen. Das heißt, hier ist es jeder Firma selbst überlassen, was sie tut und was sie dann zu berichten hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich aber jetzt schon wichtig und gut einzusteigen. Wir brauchen einfach eine gewisse Planungssicherheit. Was bringt denn die Zukunft? Auch wenn wir vielleicht als Unternehmen jetzt noch nicht genau wissen, betrifft es uns, müssen wir jetzt etwa handeln oder nicht, merken wir immer mehr, dass auch aus den eigenen Lieferketten der Druck kommt. Wir müssen etwas tun. Und um jetzt schon Planungssicherheit zu bekommen für die Zukunft, was müssen wir tun, macht es Sinn einzusteigen. Natürlich betrifft das viele Bereiche im B2B, aber wir merken tatsächlich auch immer mehr, dass die eigenen Mitarbeiter und Bewerber fragen. Das heißt, ja, welches Unternehmen auch immer, es betrifft uns alle und jetzt einzusteigen ist die richtige, ja, Chance. Ja, tatsächlich ist natürlich Klimaschutzmanagement nicht kostenneutral. Ich muss investieren in neue Technologien, muss Wissen aufbauen bei meinen Mitarbeitern und einfach Zeit investieren. Das kostet natürlich etwas, aber zu investieren macht hier definitiv Sinn. Alle Experten da draußen sind sich eigentlich einig, dass die Energiekosten eher steigen werden in den nächsten Jahren. Das heißt, hier können langfristig und je nachdem, wie sich die Preise entwickeln, auch kurzfristig Kostenvorteile entstehen. Es kostet natürlich etwas, aber gerade unser Kundenstamm, wo viele aus dem produzierenden Bereich kommen, haben gerade einen Vorteil. Es gibt seit letztem Jahr ein Förderprogramm. Es betrifft, wie gesagt, leider nur das produzierende Gewerbe, aber hier wird tatsächlich gefördert, dass das Unternehmen eine Bilanz bekommt und eben diese Maßnahmen, diesen Maßnahmenkatalog und die ganzen Optionen an die Hand bekommt und eben weiß, wo es hingeht. Das wird gefördert zu 50%. Und grundlegend macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich auch hier wieder erfahrene Berater an die Seite zu holen. Zum einen ist es nie ein Fehler, die richtigen Optionen vorgeschlagen zu bekommen. Und zum anderen gibt es sehr viele weitere Fördermöglichkeiten. Auch wenn das Transformationskonzept jetzt wiederum nicht gefördert wird, wird das Unternehmen, werden die einzelnen Maßnahmen sehr oft gefördert. Möchte ich meine Heizung austauschen, gibt es Fördermöglichkeiten. Auch hier macht es Sinn, sich Berater dazu zu holen, die eben einen unterstützen können. Hier kann man gerne auch auf uns zukommen, unterstützen wir gerne. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch weitere Vorteile neben diesen geförderten Bereichen. Wenn man sich diesem Thema annimmt und eben diesen Maßnahmenplan erstellen lässt und weiß, wo die Reise hingeht, bekommt man, wie gesagt, Planungssicherheit. Ich weiß, wo mein Unternehmen in den nächsten Jahren hin sollte und was ich machen muss. Das heißt noch nicht, dass ich dieses Jahr sofort meine Heizung austauschen muss, meine Antriebe alle verbessern muss, aber ich weiß, wenn in den nächsten Jahren etwas ansteht, was sollte ich tun und muss dann eben nicht von vorne anfangen und überlegen, was ich machen soll. Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es hängt zum einen davon ab, wie groß das Unternehmen ist und wie komplex die ganzen Strukturen sind. Zum anderen natürlich, ob ich im geförderten oder ungeförderten Bereich bin. Im ungeförderten Bereich sind wir frei. Da gibt es keine Vorgaben und wir können so schnell oder auch so langsam sein, wie es einfach für das Unternehmen passt. Im geförderten Bereich ist natürlich so, wir müssen Vorgaben erfüllen. Dieser sind zum einen, dass wir innerhalb von 12 Monaten das Konzept erstellt haben müssen. Das heißt, wir müssen einfach diese 12 Monate einhalten. Sollte mal etwas Unvorhergesehenes passieren, ist das überhaupt kein Problem und dann kann man auch diese 12 Monate verlängern, aber eben nur mit gutem Grund. Zusätzlich müssen wir in diesen 12 Monaten natürlich auch weitere Vorgaben einhalten. Zum einen müssen wir 40% CO2-Reduktion aufzeigen können und ein Klimaneutralitätsziel bis 2045 vorsehen. Wenn wir dieses alles diesen 12 Monaten reinpacken, bekommen Sie das gefördert und wir sind fertig und haben den Grundstein gelegt für Ihr Klimaschutzmanagement. Wichtig hierbei ist aber zu wissen, dass gerade bei den Geförderungen wir eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Wir müssen einen Antrag stellen und dürfen erst dann loslegen, mit Ihnen richtig zu arbeiten, wenn die Bewilligung da ist. Und aktuell rechnen wir mit 2 bis 3 Monaten, bis die Bewilligung da ist. Das heißt, einfach früh genug starten, um die Bewilligung zu bekommen, damit wir starten können, so wie es für Sie passt.
Ganz klares Ja. Natürlich ist jedes Unternehmen ganz individuell. Selbst zwei Unternehmen in der gleichen Branche können sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Einfach haben sie ihre Schwerpunkte in ein bisschen anderen Bereichen. Aber nichtsdestotrotz halten wir uns natürlich an Standards und diese geben auch ein bisschen den Prozess vor. Das heißt, der Prozess an sich ist für alle gleich. Meistens starten wir mit den Kunden bei einem Workshop. Das heißt, wir legen zusammen fest, wie sieht die Bilanz aus? Welche Grenzen haben wir denn hier? Welche Töchter müssen wir berücksichtigen? Welche Emissionsquellen gehen mit rein? Wenn das dann abgeschlossen ist und wir genau wissen, wie die ganze Bilanz fürs Unternehmen aussieht, gehen wir auf Daten von meinem Kunden. Das heißt, wir brauchen die Daten. Müssen einfach schauen, wo kommen wir das her. Wenn wir das alles zusammengetragen haben, erstellen wir die Bilanz und schaffen so die Ausgangsbasis für jedes Unternehmen. Damit weiß ich, wo ich stehe. So, und dann muss ich natürlich noch schauen, wo gehe ich hin. In der Regel haben wir Kunden oder haben wir bei den meisten Kunden es so, dass wir ein Transformationskonzept anschließen. Das heißt, wir gehen vor Ort, schauen uns auch die Anlagentechnik an, die Haustechnik, wie sieht denn tatsächlich das Unternehmen innen drin aus. Nehmen dann die Bilanz zur Hand und geben ganz klare Handlungsempfehlungen. Welche Maßnahmen, welche Technologien machen in den nächsten Jahren Sinn umzusetzen, um eben meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist aber relativ statisch. Ich bekomme eine Handlungsempfehlung für die nächsten Jahre. Im Klimaschutzmanagement versuchen wir noch einen Schritt weiter zu gehen, unsere Kunden langfristig zu begleiten. Hier versuchen wir nicht statisch, sondern dynamisch den Kunden zu begleiten, jedes Jahr die Bilanz zu überprüfen. Wie stehen wir denn da? Greifen die ersten Maßnahmen? Haben wir weitere Felder, in denen wir tätig werden müssen? Und hier wirklich langfristig den Kunden zu begleiten, auf seinem Weg klimaneutral zu werden.